Es ist ein Lied, das gerade in dieser Saison wieder präsenter ist denn je. Das sind aber die Bilder von der Aufstiegsfeier im Jahr 1994 gesehen. Und passend zum 130-jährigen Jubiläum, das der FC Basel am vergangenen Mittwoch gefeiert hat, schauen wir heute nochmal zurück in einen der wichtigsten Tage der Vereinsgeschichte des FCB. Und das machen wir zusammen mit einem der Aufstiegshelden, mit Massimo Ceccaroni. Schön bist auch du heute dabei in diesem speziellen FCB total. Und schauen wir doch gerade zurück vor dem Aufstieg. Wir haben eine gute Saison gespielt. 4 Spiele vor Schluss hatten wir schon den ersten Matchball gehabt, gegen den FC Zürich daheim. Man hat 1-0 geführt, dann kurz vor Schluss das 1-1 bekommen und der Aufstieg ist ein bisschen vertagt worden. Wie hast du dir auch den Match dort wahrgenommen? Also ich habe vor allem das Spiel wahrgenommen als Spiel von ausverkauftem Haus. Sie haben gar keine Tageskasse mehr aufgemacht. Früher hat es noch Tageskasse gegeben, wo man Billette kaufen konnte. Ich rede vom alten, ehrwürdigen Joggeli. Und das war natürlich sehr speziell für uns Spieler. 42'000 Leute im Stadion, ausverkauft. Es ist nicht so, dass wir in der Meisterschaft wenig Glück hatten, aber natürlich nicht immer 42'000. Und wenn man dann als Spieler schon zum Einlaufen kommt und das Stadion ist fast voll, dann hat man schon Hirnhaut gehabt. Und das ist mir immer noch geblieben, die Kulissen. Ich weiss, dass wir einzeln im Vierer gegangen sind. Und dann macht der Scorer den 1-1 in der zweiten Halbzeit. Und wir hatten einen Sieg gebraucht, zum Aufsteigen. Wir sind aber sehr ruhig und haben gewusst, dass wir in Garouche können dann definitiv erreichen, das grosse Ziel. Du hast gesagt, das war eigentlich ein Wahnsinnsmatch in Garouche. Auch dort hat man nur 1-1 gespielt, aber das wichtige Goal gemacht für den Punkt. Man hat es geschafft. Was waren dort die Emotionen? Ja, das ist so. Wir haben natürlich gewusst, es ist eine schwierige Saison für uns. Wir sind nicht so gut gestartet. Wir haben dann in der Rückrunde wirklich sehr, sehr gut gespielt. Wir sind defensiv sehr kompakt. Die André war Trainer. Der hat immer auf der Defensive aufgebaut, haben wenig Goale bekommen. Wir sind überzeugt, dass mit einem Unentschieden, wir haben gewusst, ein Unentschieden reicht. Und dementsprechend hat uns die André auf das auch eingestellt. Er hat gesagt, wenn Unentschieden ist, probieren wir einfach die X zu heben. Und dann haben wir das grosse Ziel erreicht. Und wir vom Tele Basel haben den Otsmol das ganze Haut noch miterleben. Es war das erste Jahr vom Tele Basel, wo dort noch der Stadtkanal geheissen hat. Und dementsprechend war der Aufstieg also ein bisschen der erste Berührungspunkt mit dem FCB. Zurück ist man geflogen ab Genf und schauen wir doch gerade rein. Am Genfer Flughafen Cointrin hat man sich gestern zu oben die Augen gerieben über Basler. Die Festerei hat nämlich schon auf dem Rollfeld angefangen. Arm in Arm sind Spieler aufs Flug zu, wo sie zurück nach Basel gebracht haben. Und vor allem aber auch richtig Champagner, wo im Flug auch schon kalt gestellt worden ist. Dann im Flug Richtung Basel ist dann erst recht zur Sache gegangen. Das mässige Spiel war schon lange vergessen. Zählt hat nur noch eins der Aufstieg in die Nazi A, wo endlich Tatsache geworden ist. Während dem Flug sind die Spieler fast unter sich gewesen. Zeit zum Feiern, Zeit aber auch, um ihren nächsten sportlichen Ziel ins Auge zu fassen. Auch wenn die Ziele vielleicht im Moment noch ein bisschen sehr hoch gesteckt scheinen. Schön wäre es ja, das mit den USA. Doch wenn wir jetzt das erste Mal eine Saison in der Nazi A bestehen, das wird noch weiss Gott schwierig genug.
Zurück also auf den Boden von der Realität in Sinkflug Richtung Basel-Mülhaus. Du lachst, der Mann kommt dir bekannt vor. Ja, der junge Mann. Der junge Mann kommt mir bekannt vor, ja. Erzähl, wie ist das gewesen? Ist es speziell? Man fliegt ja im Normalfall nicht zurück in der Schweiz und dann erst recht so noch. Wie ist das denn gewesen? Zu dieser Zeit haben wir noch die Crossair gehabt, die regionale Fluglinie. Und die waren, glaube ich, auch Sponsor gewesen. Und haben uns dann abgeholt, freundlicherweise. Haben wir nicht so lange auf Basel, sondern nur knapp 40 Minuten. Es war sehr speziell und das zeugt auch, wie soll ich sagen, von einer grossen Wichtigkeit, dass irgendwie eine regionale Fluglinie uns abholen kommt. Ich nehme an, glaubt, Moritz Sutter war natürlich dort noch der Chef von dieser Fluglinie. Und für ihn ist es auch wichtig, dass der FCB wieder in der Nationalliga Fußball spielt. Und so hat er das eigentlich zementiert, wie wichtig dass es ist, dass der Club da oben ist. Egal, wer jetzt geschüttet hat, wichtig ist, dass der FC Basel wieder A-klassig ist. Und wir sind natürlich sehr, sehr stolz und glücklich gewesen. Die Piloten sind ein bisschen unruhig gewesen, weil bei der Landung, also beim Anflug auf Basel, haben sie gesagt, wir sollen ruhig sein, weil es ein kleines Flug gewesen. Und wir haben ständig irgendwie gesungen und klatscht. Und wenn sich natürlich eine Seite dann bewegt und die andere nicht, dann gibt es eine kleine Schieflage. Die vorne hatten ein bisschen Angst gehabt, wir hinten sind relativ cool gewesen. Sie haben gesagt, wenn wir aufsteigen, kann nichts mehr passieren. Also, ihr hattet fest schon im Flugzeug gehabt, dann ist die Mannschaft gelandet und in Basel ist das los gewesen. Dort nämlich haben sich schon lange vor der Landung vom FCB-Sonderflug die ersten Fans in der Ankunftshalle gesammelt. Und auf dem Flugfeld hat sich der Crossair-Chef Moritz Sutter höchstpersönlich um die letzten Details am Willkommensbuffet gekümmert. Und dann endlich ist er angerollt, der Crossair-Sonderflug aus Genf mit den Aufsteiger von der Saison an Bord. Es steht eine nette Bedienung. Die beste, natürlich. Auf dem Rollfeld der Medienaufmarsch sondergleichen. Sogar Schweizer Fernsehen ist hier gewesen. Auch in Zürich scheint man langsam zu merken, was hier in Basel abgeht. Ein Sonderapplaus hat es natürlich für einen Goalschützen, Dario Zuffi. Auch er zusammen mit seinen Mitspielern und den FCB-Offiziellen schon recht in Festlaune nach dem kurzen, aber intensiven und alles andere als trockenen Flug. Und dann der erste, aber heute noch in Kontakt mit den Fans. Szenen, wie man sie hier auf dem Euro-Airport schon lange nicht mehr erlebte. So um die 12:30 am Morgen ist dann in der Luxuslimousine Richtung Innerstadt gegangen, genauer gesagt Richtung Bath. Dort nämlich hat das Radio Basilisk spontan ein Bombenfest organisiert mit Würstelständen und Bier und einer Direktübertragung vom Karusspiel. So um die 11 Uhr Nacht herum dürften es gut und gern 6'000 Fans gewesen sein, die noch ohne die Hauptpersonen vom oben den Aufstieg gefeiert haben. Wo sie dann endlich erschienen sind, unsere Aufsteiger, und sich auf der Plattform vom Basilisk-Übertragungswagen gezeigt haben, hat es für die Fans kein Halten mehr gegeben. Begeisterung ist grenzenlos gewesen. Die Spieler haben sich bei den Fans bedankt für die Unterstützung in den letzten Jahren. Die Fans ihrerseits haben den Dank zurückgegeben. Zum Teil in aller Lautstärke, zum Teil ganz still für sich allein. Ein von den Stilleren war ganz sicher der Oti Rehorek. Von ihm wollte Alex Scherer wissen, was seine Gefühle sind in diesem denkwürdigen Moment. Ja, ich bin einfach sprachlos, wie du merkst. Das ist das, wo wir 6 Jahre darauf gewartet haben, wo wir frustriert waren, 6 Jahre. Und jetzt hat sich die ganze Spannung von diesen letzten 6 mageren Jahren einfach gelöst. Und ich finde es eine super Stimmung. Und was die hier aufführen, die Fans, das ist sensationell. Auch einer von denen, der tief aufgeschnauft hat gestern oben, ist der Gusti Nussbaumer. Ja, wie gesagt, ich freue mich wahnsinnig, aber wahrscheinlich realisiere ich das erst in ein paar Stunden, was wir hier geschafft haben. Weil wir haben alle 6 Jahre, wie gesagt, hier dran rumgemacht. Und ich freue mich vor allem auch für alle die Leute, wenn man das jetzt sieht, am Flugplatz, die Leute, die dort gestanden sind, die uns empfangen haben, ihr, die noch arbeiten, und jetzt die Polizei, alles. Das ist fantastisch. Ich glaube, es sind ja nicht mehr, die das geschafft haben, es sind alle zusammen, die das geschafft haben. Und ich freue mich für alle zusammen. Und vor allem freue ich mich für uns, dass wir der Stadt das endlich haben können bieten können, was sie schon lange verdient hat. Ja, fangen wir doch gerade mit dem letzten Mal, den wir gesehen haben, Gusti Nussbaumer, auch er hat sich ein bisschen verändert äusserlich. Auch schon dort ein wichtiger Teil von dieser FCB-Geschichte. Sehr wichtige Person, eine loyale Person, eine Person, die mit den Spielern einen guten Umgang gepflegt hat und eine grosse Wertschätzung hatte innerhalb des Clubs.
auch was er sagt, dass nicht wir wichtig sind, sondern dass alles rundum wichtig ist. Dass eben Tele Basel, Entschuldigung, es war ja nicht Tele Basel zu dieser Zeit, sondern Stadtkanal, Radio Basilisk, Beizen waren offen gewesen, die Polizei hat dafür gesorgt, dass wir in die Stadt fahren konnten. Auf eine ganz natürliche, einfache Art, auch sehr viele Leute, die vielleicht die FCB während dieser Zeit nicht verfolgt haben, für sie ist klar gewesen, die Mannschaft hat etwas geleistet und wir geben etwas zurück. Und Gusti hat das wichtig gesagt, ohne die Leute rundherum wäre der Aufstieg gar nicht möglich gewesen. Eben die Medienleute, die Leute um uns herum, ob das die Leute im Vorstand gewesen sind oder auf der Geschäftsstelle, all diese Personen oder ein Otto Karl Reorek selig, ein legendärer Stadionspeaker, in so einem Moment, wie er versteht, der Stadt Dankeschön zu sagen. Das ist Basel und das zeichnet Basel aus. Und es bewegt mich auch und ich bin stolz, dass ich dort ein Teil hatte von dieser Mannschaft. Ja. Ich habe schon geahnt, was dort auf euch zukommt, wo ihr gelandet sind zu Basel. Da muss ich ganz ehrlich sagen, nicht. Nein, weil normalerweise trinken wir nicht so viel, aber wir haben irgendwie so viel Bier getrunken in dieser Kabine und auf dem Flug hat es glaube ich nur Champagner gegeben und den vertrage ich nicht und wir haben so viel Champagner getrunken, dass ich dann überhaupt gar nicht gewusst habe, was auf uns zukommt. Ich denke, der Bus kommt uns holen, zurück auf den Landhof oder weiss auch nicht wo und dann gehen wir heim. Und auf einmal sind die Leute dort gewesen. Und eben, wir haben es gesehen, die Stadt voll. Und wir haben natürlich auch noch den einen oder anderen Spieler dann vor dem Mikrofon gehabt, unter anderem auch Massimo Ceccaroni. Schauen wir hier doch auch noch rein. Mario Gandalupi, schon mal so etwas erlebt? Nein, ich glaube, so etwas kann man nur im Ausland erleben. Außer jetzt natürlich die FCB. Ich habe schon gedacht, dass ein paar Leute auf uns warten. Aber dass es so eine super Stimmung ist, hätte ich nie gedacht. Ojan, wie geht es dir? Ja, sehr gut. Aber wie sieht deine Nase aus? Ja, das sieht immer noch gleich aus, mehr oder weniger. Was ist dein Gefühl jetzt? Ihr seid aufgestiegen. Was geht in dir vor? Das ist unglaublich. Ich kann das gar nicht beschreiben, oder? Unglaublich. Was geht in dir vor jetzt? Es ist noch ein so lala, irgendwie realisiert man es, aber irgendwie auch noch nie. Es ist ein gutes Gefühl auf jeden Fall. Meinten wir auch. Dankeschön, Marco. Mario Uccella, schon mal so etwas erlebt? Noch nie erlebt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das so in der Schweiz so etwas stattfindet. Aber ich finde es wirklich super und ich will bei allen Fans vom FCB gratulieren für das super Fest. Massimo Ceccaroni auf den Augenblick, hast du lange gewartet, oder? Ja, 6 Jahre habe ich auf den Augenblick gewartet und es ist einfach sensationell. Es ist jetzt unbeschreiblich, was da abgeht. Hat sich gelohnt zum Warten, oder? Ja, also es wäre mir schon lieber gewesen, wenn es ein bisschen früher gewesen wäre. Aber es ist jetzt auch gut. Da jetzt so viele ältere Spieler, aber so etwas hast du noch nie erlebt, oder? Sensationell. Ich glaube, der Empfang, den uns die Fans da bieten, das ist einmalig und ich habe eigentlich kein Wort mehr für das. Wie geht's dir? Ja, fühle mich gut, aber ich bin einfach glücklich und es ist schön, wenn man so etwas erleben kann. Didier Gigo, hast du eine Erklärung, was hier so passiert? Was passiert in Basel? Das ist Affengeil, oder? Wie sagt man? Affengeil. Affengeil, das haben gestern oben sicher die Fans gefunden. Das Fest hier auf dem Barfi war auf jeden Fall auch am 3 Uhr morgen und in vollem Gang gewesen. Auf dem Barfi, aber auch in den umliegenden Beizen, wo es nicht nur eine Freinacht gegeben hat, sondern auch noch Freibier in Strömen. Die Spieler vom FCB haben sich auf jeden Fall nicht zweimal einladen und sind in Bodega weiterfeiern. Der Didier André ist schliesslich in Genf geblieben und das Training der nächsten Tage ist in so einem Moment ohnehin kein Thema. Ja, Checker, Affengeil war es. Was geht jetzt bei dir vor, wenn du die Bilder wieder siehst von dort? Es sind natürlich alte Kollegen, die man zusammen geshootet hat. Man hat natürlich in erster Linie den sportlichen Erfolg in den Vordergrund gestellt. Aber ich denke, da kommt dann noch mal sehr stark die Wertschätzung von den Spielern gegenüber den Fans sehr gut über. Also was hier in Basel möglich ist, haben sie schon dort gesagt, Affengeil oder so etwas gibt es gar nicht. Oder man muss ins Ausland gehen, wenn überhaupt, um so etwas zu erleben. Das zeigt, dass der FCB-Fan über Generationen hinweg den Club tragen tut. Dass nicht Spieler das Wichtigste sind, sondern der Club. Und ich denke, auch hier sieht man, wie stark dass die Spieler das gespürt haben.
Und ich bin nochmal, ich bin stolz, dass ich Teil von dieser Mannschaft sein durfte. Ich bin stolz, dass ich mit diesen Mitspielern durfte das erreichen durfte. Und ja, natürlich ist Meisterwerden wichtiger. Aber so ein Aufstieg, wo man so lange auf den gewartet hat, das ist schon natürlich einzigartig, ja, mit diesen Fans. Und man sieht es ja gerade hier, du warst auch an vorderster Front. Erzähl, nimm es mit, was ist da zum abgegangen? Also wir waren dort in der Bottega, nochmal einen grossen Dank an Johnny Freeman von der Bottega, dass er uns überhaupt nicht reingelassen hat. Ich habe ihm gesagt, Johnny, weißt du, was da los ist? Und dann hat er gesagt, ja, ich komme einfach. Ich meine, das ist so stark. Und dann sind wir einfach alle da drin, haben auf den Tisch getanzt und haben uns an diesen Lampen gehabt. Und wir haben noch irgendetwas zu essen bekommen am Morgen am Mainz. Das war ja auch unglaublich. Ich weiss zwar nicht, was es genau war, aber es war fein. Schon nur das erleben dürfen in so einer wichtigen Beiz im Zentrum von Basel. Und man hat alles dürfen machen. Wir haben gar nicht gezahlt. Das ist alles spendiert worden. Die Grosszügigkeit in so einem Moment zeigt einfach, dass Menschen in dieser Stadt wissen, für was dass sie einstehen müssen. Und das ist in erster Linie rot-blau und nicht irgendwelche Namen oder weiss ich nicht was, sondern rot-blau ist wichtig. Und das war schon sehr stark spürbar gewesen. Und nochmal, es war eine gute Vier gewesen, weil man so lange wieder zu feiern hatte, ja, beim FCB, wegen dem. Ich meine, der letzte Meistertitel war 1980 gewesen, oder 82. Ja. Oh, jetzt muss ich aufpassen, 6 sollte ich es wissen. Ist egal, entweder 80 oder 82. Ich glaube, es war 82 in Zürich, wo der FCB den letzten Schweizer Meistertitel geholt hat, bevor dann nachher wieder der FCB nach 20 Jahren mit dem Christian Gross den Titel geholt hat. Also, man hat lang nichts mehr feiern beim FCB. Und dann ist natürlich klar, dass auch so ein Aufstieg von der Nazi B, von der bescheidenen Nazi B, notabene in die Nazi A, so ausgiebig gefeiert wird. Und ich möchte mich bei all den Leuten bedanken, die dort dabei waren, ob das jung und alt waren. Die haben am nächsten Tag müssen arbeiten. Ich weiss nicht, wie sie arbeiten sind, weil ich bin am nächsten Tag nicht aufgestanden. Ja, ich glaube, da ist noch einige andere auch so gegangen. Auch der Gusti Nussbaum haben wir gesehen, er hat gefeiert, aber er hat uns auch schon erzählt, was er sich für Pläne hat für die kommende Saison. Denn. Nur einer hat sich gestern oben schon Gedanken über die Zukunft gemacht und Pläne verschmieden. Pläne, die man auch nur in so einer Nacht schmieden kann. Transferchef Gusti Nussbaumer nämlich. Wir wollen natürlich aufsteigen, um unter die Besten zu kommen. Nicht, dass wir in 6 Monaten wieder gegen Garouge und Schaffhausen schütten. Ich glaube, das soll schon das Ziel sein. Und wir werden alles daran setzen, die Mannschaft so stark zu machen, dass wir auch das Ziel erreichen können, dass wir die Finalrunde mitmachen können das nächste Jahr. Und dass wir, wenn möglichst schnell wieder eine Rolle spielen können in der Schweiz im Fußball. Weil, wie gesagt, und das hat man überall lesen, das Publikum ist schon lange Nationalliga-würdig oder sogar meisterwürdig und Cup-Sieger-würdig. Und dort müssen wir wieder kommen. Jetzt geht der Transferchef Gusti Nussbaumer voll an die Arbeit, oder wie? Ja, das ist richtig. Vor allem müssen wir anfangen, Geld sammeln, weil wir wissen einigermaßen, was das kostet, die Mannschaft zusammenzuhalten und auch neue Spieler zu kaufen. Es ist, glaube ich, vor allem die Arbeit von uns, vom ganzen Vorstand, dass wir jetzt einfach in der Stadt rumgehen, Geld sammeln und alle die nochmal in Erinnerung rufen, die vor 2, 3, 4, 5 Jahren gesagt haben, wenn wir aufsteigen, helfen wir euch. Ich hoffe, dass die das noch in Erinnerung haben und uns wirklich jetzt unterstützen, dass wir auch eine richtige Mannschaft können auf die Beine stellen können. Wobei ich muss sagen, eine richtige Mannschaft. Wir haben eine super Mannschaft und wichtig ist, dass wir die können zusammenhalten können. Aber das kostet halt auch schon ein bisschen Geld. Hoffen wir, dass es klappt. Dankeschön, Gusti Nussbaumer. Sie auch, Dankeschön. Der Gusti Nussbaumer hat gerade gesagt, man hätte sogar Geld zahlen. Wie muss man sich das vorstellen? Ja, ich glaube, das Budget vom FCB ist irgendwie bei knapp 4 Millionen oder 4,5-5 Millionen. Und Geld sammeln, die grossen, ob das jetzt Novartis war, dort hat es Novartis glaub, noch nicht gegeben, das war noch Ziba und Rosch, oder Ziba und Sando, Entschuldigung, und Rosch. Oder dort der Bankverein oder die UBS, die haben immer gesagt, hey, jo, wenn ihr dann mal aufsteigt, dann gibt es Geld. Und ich nehme an, hat die angesprochen gehabt. Und es war ja dann auch so gewesen, dass dann nachher die UBS vor allem auch eingestiegen ist, wo Marcel Ospel dort der Präsident war. Und die haben uns sicher auch unterstützt. Aber sie mussten Geld sammeln, weil man hat noch nicht ein neues Stadion gehabt, man hat die Einnahmequellen nicht gehabt und so weiter und so fort. Und der Gusti hat dort schon die richtigen Überlegungen gemacht gehabt.
Bevor wir zum Schluss kommen, noch etwas Wichtiges vielleicht. Bleibt, ist noch eine Anekdote so richtig im Kopf von diesem ganzen Aufstiegsfest? Ja, und zwar der Moment, wo wir zurückkommen in die Kabine, nachdem der Match in Gang ist. Der Schiri pfifft ab und dann ist uns klar, jetzt sind wir aufgestiegen. Und dann kommen wir zurück in die Kabine und es sind schon Fans auf dem Platz gewesen. Und natürlich alle emotional und extrem gefreut. Und dann gehen wir in die Kabine und dann machen wir die Türen zu, einen Moment. Und es war ein Moment, wo ganz, wir sind reingekommen und dann ist es ganz ruhig. Ganz, das waren höchstens 10 Sekunden gewesen. Weil der Trainer ist reingekommen und hat gesagt, hey Jungs, ganz ruhig, bevor es dann nachher einfach, dann einfach etwas zu uns gesagt. Und die 10 Sekunden, die werde ich nie vergessen. Das war mucksmäuschenstill. Und was sind sie? Wir haben nichts gehört. Und das war so emotional, als er sich bei uns bedankt hat. Der Didi André. Und dann haben wir einfach losgelegt. Und haben dann sehr viel Bier getrunken. Und er hat gesagt, so, jetzt können wir feiern. Aber in diesem Moment zurück in die Kabine. Und es ist so still. Und es ist schon die ganze Anspannung. Die ist einfach noch mal schnell oben runtergekommen und dann hat man richtig losgelegt. Und dann hat uns also auch ein bisschen gesagt, Jungs, ihr habt das Recht, heute oben eine Freinacht zu machen. Und das ist mir geblieben. Natürlich ist mir auch geblieben, der Empfang auf dem Bafi und wir dort auf dem Basilisken, auf dem Radio Basilisken, ein Bus. Ich glaube, am nächsten Tag mussten sie eine neue müssen kaufen, weil die Hebebühne ist dann kaputt gewesen. Das ist mir auch noch geblieben. Das eben, also in diesem Fall ist doch noch einiges geblieben von dieser Nacht. Hey, dir danke vielmals, bist du da gewesen bei diesem speziellen FCB Total. Und in der nächsten Woche reden wir dann wieder über das Aktuelle rund um den FCB. Dann auch wieder mit Massimo Ceccaroni dabei. Der FCB spielt am Sonntag gegen den FC St. Gallen und das dann eben das Hauptthema am nächsten Montag an dieser Stelle. Bis dann wünsche ich eine gute Woche. Machen Sie es gut und ade miteinander.